Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag hier aus der Feldkirche. Heute am Ende des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag, blicken wir auch auf das Ende unserer Lebenszeit. In diesem Gottesdienst gedenken wir besonders unserer Verstorbenen. Wir bringen vor Gott unseren Schmerz und unsere Trauer, aber auch unsere Versäumnisse und unsere Schuld. Gott will uns dabei stärken durch sein Wort, und wir wollen uns gegenseitig bestärken in der Hoffnung auf ein Leben, das keinen Tod mehr kennt. So feiern wir diesen Gottesdienst wie alle unsere Gottesdienste im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt. Ich lade Sie ein, mit mir zusammen den Choral unter der Nummer 154 zu singen, die Strophen 1, 3 und 5. Die sind nicht traurig, die sind hoffnungslos. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns manchmal so fühlen, dass die Lieder, die wir singen, entweder traurig sind oder hoffnungslos, weil das, was wir im Leben erlebt haben, erleben mussten, weil das einfach für Fröhlichkeit und Hoffnung keinen Platz mehr lässt. Es ist vor allem dann der Fall, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Der Tod ist das endgültige Ende eines Weges.
Der Tod schneidet Kommunikation und Gespräch ab. Vielfach hinterlässt der Tod nur ein schwarzes Loch, wo vorher ein Mensch war. Also durchaus ein Grund, traurig oder hoffnungslos zu sein. Allein, das ist nicht die Sprache des Glaubens, das ist nicht die Sprache der Bibel. Die Sprache der Bibel hören wir zum Beispiel in Versen des Psalmes 126. Sie können diese Verse nachlesen im Gesangbuch unter Nummer 754. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das Kirchenjahr geht mit dem Ewigkeitssonntag zu Ende. In diesem zu Ende gehenden Kirchenjahr mussten wir in unserer Gemeinde von insgesamt 56 Menschen Abschied nehmen. 56 Menschen. Ich habe mal geguckt, die Altersspanne geht von 55 Jahren, also mitten im Leben, bis zu 101 Jahren, ein Alter, das wir vielleicht gerne erreichen würden. Trotzdem, ob wir jung sterben oder alt, jeder Tod ist ein Verlust. Jeder Tod hinterlässt Trauer. Jeder Tod hinterlässt die Frage, was denn bleibt und worauf wir uns stützen können, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wir können den Verstorbenen keine Sprache mehr geben, aber wir können die Verstorbenen mit unserer Sprache erinnern und nicht nur mit Worten, sondern auch mit einem Symbol. Wir haben für alle, die verstorben sind, eine Kerze entzündet, auf den Altar gestellt. Dies soll ausdrücken, dass das Leben über den Tod siegt, so wie das Licht über die Finsternis siegt. Wir lesen die Namen der Verstorbenen. Wir mussten Abschied nehmen von Johannes Benno Kowatzki aus Feldkirchen, verstorben im Alter von 85 Jahren. Wir mussten Abschied nehmen von Renate Werner, geborene Wiegel, aus Melsbach, verstorben im Alter von 92 Jahren. Wir mussten Abschied nehmen von Dr. Alfred Doderer Winkler, aus Melsbach, verstorben im Alter von 90 Jahren. Wir mussten Abschied nehmen von Liesel Hein, geborene Kühn, aus Rodenbach. Sie verstarb im Alter von 92 Jahren. Wir mussten Abschied nehmen von Renate Helene Josefs, geborene Jung, aus Feldkirchen. Sie verstarb im Alter von 80 Jahren. Wir mussten Abschied nehmen von Horst Jäger aus Feldkirchen, verstorben im Alter von 84 Jahren. Wir haben Abschied genommen von Friedrich Kurz aus Feldkirchen, verstorben im Alter von 98 Jahren. Wir haben Abschied genommen von Horst Wilhelm Wiegel aus Feldkirchen, verstorben im Alter von 84 Jahren. Wir
Wir haben Abschied genommen von Ursula Pinhammer, geborene Arndt aus Altwied, verstorben im Alter von 79 Jahren. Wir mussten Abschied nehmen von Günther Seinisch aus Rodenbach, verstorben im Alter von 92 Jahren. Und wir mussten Abschied nehmen von Bernd Zeibig aus Leutesdorf, verstorben im Alter von 71 Jahren. Alter von 71 Jahren verstarb Frau Gabriele Veronika Maria Langhardt, geborene Kobitz aus Feldkirchen. 83 Jahre alt wurde Hans Walter aus Feldkirchen. Im Alter von 87 Jahren verstarb Isolde Erna Birkenbach, geborene Jung aus Irlich. Im Alter von 79 Jahren verstarb Friedhelm Theodor Dietert aus Feldkirchen. Wir haben Abschied genommen von Uwe Karl Paul Birkenhagen aus Irlich. Er verstarb im Alter von 71 Jahren. 97 Jahre alt wurde Lieselotte Rose Ströder aus Melsbach. Eberhard Kurt Bauer aus Irlich verstarb im Alter von 87 Jahren. Liselene Luise Streffing aus Altwied, geborene Muscheid, wurde 83 Jahre alt. Herr Werner Alsdorf aus Feldkirchen verstarb im Alter von 85 Jahren. Arno Otto Muscheid verstarb im Alter von 89 Jahren. Er wohnte auf dem Kümmelberg. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dir. Wir mussten Abschied nehmen von Ingeborg Beppel, geborene Tran, die im Alter von 70 Jahren in Irlich verstorben ist. Verstorben ist Rosemarie Bornstedt, geborene Peter, im Alter von 77 Jahren in Feldkirchen. Wir haben Abschied genommen von Waltraud Britz, geborene Flor. Sie verstarb in Feldkirchen im Alter von 76 Jahren. Verstorben ist Walter Strecker im Alter von 87 Jahren in Feldkirchen. Wir haben Abschied genommen von Rosemarie Schmidt, geborene Leppers, die im Alter von 77 Jahren in Oberbieber verstorben ist. Hildegard Löhr, geborene Schneider, ist im Alter von 80 Jahren in Feldkirchen verstorben. Wolfgang Ströter aus Altwied ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Edith Elisabeth Lindenlauf, geborene Dierdorf, ist 93 Jahre alt geworden. Sie ist in Neuwied verstorben. Rolf Kraus aus Feldkirchen ist 79 Jahre alt geworden. Frieda Dudenhofen, geborene Müller, ist im Alter von 84 Jahren in Irlich verstorben. Mein verlorenes Meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme.
Frau Margret Zimmermann, geborene Spieß, verstarb im Alter von 67 Jahren aus Feldkirchen. 81 Jahre alt wurde Herr Alfred Wilhelm Josefs aus Feldkirchen. Wir haben uns verabschiedet von Helga Olga Stromberg, geborene Richter. Sie verstarb im Alter von 89 Jahren in Rodenbach. Herr Robert Holzinger verstarb im Alter von 88 Jahren aus Feldkirchen. Frau Margot Elfriede Schmidt, geborene Sterz, verstarb im Alter von 84 Jahren aus Melsbach. Frau Johanna Hildegard Menningen, geborene Dietz, wurde 90 Jahre alt, hier in Feldkirchen. Frau Helga Stelder, geborene Schaumlöffel, verstarb im Alter von 82 Jahren aus Neuwied. Herr Joachim Kraftschick aus Melsbach wurde 86 Jahre alt. Frau Gertrud Mühlhöfer aus Irlich verstarb im Alter von 82 Jahren. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Im Alter von 55 Jahren verstarb in Feldkirchen Frau Nathalie Klein, geborene Siegmund. Günther Anhäuser aus Altwied verstarb im Alter von 86 Jahren. Wilma Dierdorf, geborene Große, wurde 89 Jahre alt in Feldkirchen. Wir mussten Abschied nehmen von Gerd Hans Seuser, der im Alter von 85 Jahren in Feldkirchen verstorben ist. Verstorben ist Frau Elfriede Maywald-Mandelko, geborene Linnemann. Sie wurde 72 Jahre alt, sie hat in Leutesdorf gelebt. Inge Dillenberger, geborene Rüdig, ist im Alter von 92 Jahren in Feldkirchen verstorben. Eva Kaiser, geborene Arndt, ist im Alter von 88 Jahren in Irlich gestorben. Erich Becker wurde 82 Jahre erst in Linz verstorben. Heinz Kensch starb im Alter von 87 Jahren in Feldkirchen. Wir mussten Abschied nehmen von Horst Wagner, der im Alter von 78 Jahren in Feldkirchen verstorben ist. Und wir mussten Abschied nehmen von Eva Horn, geborene Schneiker. Sie ist 94 Jahre alt in Melsbach geworden. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Wandle sie Ulrike Heller, geborene Dillenberger, verstarb im Alter von 70 Jahren. Sie wohnte in Feldkirchen. Herr Heinrich Rainer Biel wurde 89 Jahre alt aus Rheinbrohl. Wir haben Abschied genommen von Marianne Blum, geborene Trömmer. Sie verstarb im Alter von 79 Jahren aus Feldkirchen. Und wir mussten Abschied nehmen von Monique Christiane André Keller, geborene Knobloch. Sie verstarb im Alter von 101 Jahren in Neuwied. Und zuletzt haben wir verabschiedet Elke Katharina Kutscher,
geborene Waldorf. Sie wurde 76 Jahre alt, hier aus Feldkirchen. Wir haben die Namen gehört. Es sind Namen, die unter uns lebendig bleiben, solange wir an sie erinnern. Es sind Namen, die lebendig bleiben bei Gott, denn unser Gott ist ein Gott des Lebens, der neues Leben schafft. Zu diesem Gott wollen wir beten. Ewiger Gott, die Namen, die wir eben gehört haben, diese Namen waren uns vertraut. Wir haben diese Menschen gekannt. Sie haben unter uns gelebt. Wir waren mit ihnen verwandt oder befreundet. Wir haben sie geliebt. Jetzt sind sie uns ferngerückt. Unfassbar, ungreifbar fern. Wo sind unsere Toten, Gott? Wo sind die Menschen, die wir gekannt haben? Wo sind die Menschen, die wir geliebt haben? Diese Frage stellen wir uns. Diese Frage lässt uns keine Ruhe. Wegen dieser Frage trauern wir und haben Angst. Ewiger Gott, unser Leben wird nicht einfach abgeschnitten. Wir münden nicht einfach im Nichts. Nein, es ist deine Hand, in die wir fallen. Gib, dass wir dies glauben und dass wir in diesem Glauben Trost finden können. Amen. Wir hören Worte des Evangeliums nach Johannes im 5. Kapitel. Jesus sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die, die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Unter der Nummer 370, warum sollt ich mich denn grämen? Die Strophen 1, 5 und 10. Oh.
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Licht in der Dunkelheit. Liebe Gemeinde, ein Bestatter erklärte einmal einer Konfirmandengruppe: Liebt das Leben, lebt euer Leben, es ist kostbar, es ist wertvoll. Und es ist wert, dass wir uns jeden Tag daran freuen, geht sorgsam mit eurem Leben um, denn mit dem Tod ist dann alles vorbei. Vorbei alles Lachen, vorbei die Schmerzen, vorbei die Hoffnungen, vorbei die Hoffnungslosigkeit, vorbei das lange Warten am Krankenbett, vorbei, vorbei, vorbei. Und dann? Wunderbare Verse aus der Offenbarung 21 trösten uns mit dem Gegenteil, dass eben nicht alles vorbei ist. Ich lese die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das heißt für mich so viel wie: bei Gott bleibt nicht alles beim Alten. Es soll nicht bei Tränen und Trauer für alle Zeit bleiben. Es gibt eine Hoffnung. Für jeden, für jedes Kind, jeden Mann, jede Frau, jeden Jungen, jeden Alten gibt es eine Zukunft, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Zur alten Welt gehört, dass der Tod das Ende ist. Zur neuen Welt gehört, dass dann ein neues Leben beginnt. Und ich stelle mir vor, wer verstorben ist, der ist da schon ganz nah dran. Neues Leben. Wir Christen sagen dazu meist ewiges Leben. Und was uns bedrückt und belastet, das tritt zurück in Gottes Welt. Und es ist eine neue Zeit, eine Zeit ohne Abschied, ohne Tränen, ohne Tod, ohne Not, ohne Schmerz, ohne Grund zum Klagen. Denn Gott selbst wird bei uns sein, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das gilt den Verstorbenen, wenn wir jetzt nicht mehr bei ihnen sein können. Gott ist da. Der, aus dessen Hand alles Leben kam, wird sie jetzt nicht alleine lassen. Der mitgegangen ist, der wird sie in seine Hände nehmen. Wo unsere Hände loslassen und hergeben, da fängt Gott erst an. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es wahr wird und wahr ist. Gott schafft eine intensive, lebendige Verbindung zu uns. Gott wohnt bei uns. Seine Hütte ist mitten unter uns. Unser Weg wird oder bleibt oft beschwerlich in dieser Welt, aber wir trauen der Verheißung und der neuen Welt. Wir hoffen und warten darauf, Gott wird abwischen alle Tränen. In dem Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen, schreibt er: Noch will das Alte unsere Herzen quälen,
Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Es hat einen tiefen Grund, wenn wir heute in den Kirchen die Namen der Verstorbenen verlesen. Jeder Name steht für einen Menschen. Jeder Name stand für einen Menschen, stand für ein Leben, stand für Tränen. Die Trauer ist ein Weg vom Schock und der Verzweiflung, ein Weg von der Wut, dass da ein Mensch fehlt und nicht mehr da ist, der für mich doch so wichtig war. Und ich klage an den lieben Gott, die Ärzte. Die Trauer ist ein Weg und auch die Tränen. Sammle meine Tränen in deinen Krug, so bittet der Psalmbeter. Es gibt Tränen aus Angst, Schmerzen, Kummer, Wut, Ärger, Enttäuschung, Mitleid, aber auch Tränen der Rührung, der Freude, der Eifersucht, der Verzweiflung. In Museen gibt es kleine Kostbarkeiten, die rund 2000 Jahre alt sind. Tränenkrüglein. Man hat sie in Gräbern gefunden von Slawen, Persern, Griechen, Römern und Germanen. In diesen Krüglein sollte der Verstorbene die Tränen der Angehörigen sammeln. Der Volksglaube meinte, die Tränen, die geweint werden, benetzen das Totenhemd und quälen die Verstorbenen. Darum soll der Verstorbene sie in einem Krüglein sammeln. Aber auch das ist noch eine Last, denn er muss das Krüglein ja mit sich herumschleppen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wir begegnen immer wieder Menschen, die sehr lange brauchen, bis sie den Trost des Glaubens durch ihre Tränen hindurch erblicken. Für sie müssen wir Taschentücher bereithalten. Das kann auch ein mitfühlendes Wort oder eine zärtliche Geste sein, besser noch bekleidende Stunden. Da verliert der Verlust die Schärfe, die Bitterkeit, das Verletzende. Da verlieren die Tränen den Sog, der mich immer weiter, immer tiefer hinunterziehen will. Da legt sich der milde Schein der Verbundenheit über meinen Weg und wer weiß, vielleicht werde ich sogar fähig zu sagen und zu beten, der Herr ist mein Hirte. Und dunkle Täler, böse Erlebnisse, große Trauer schrecken mich nicht zu Tode, denn ich weiß, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gebe es Gott, dass sie erleben dürfen, wie die Dankbarkeit am Ende siegt. Danke für die gemeinsame Zeit, auch wenn wir uns oft mehr Zeit gewünscht hätten. Danke für alles Gute, für alle Liebe, für alle Freundschaft und alle Freundlichkeit, die wir miteinander teilen durften. Danke, dass es dich gab, den Partner, die Partnerin, den Sohn, die Tochter. Danke, Gott. Dann geht der neue Himmel über uns auf und wir erleben Gottes Wohnen bei uns und seine Zusage: Siehe, ich mache alles neu. Amen. Wir singen gemeinsam unter der Nummer 153: Der Himmel, der ist nicht der Himmel, der kommt.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du durch die Auferstehung Jesu gezeigt hast, dass deine Macht stärker ist als die Macht des Todes. Seit Jesu Auferstehung können wir dem Tod und dem Sterben nicht als solche Menschen begegnen, die keine Hoffnung mehr haben. Denn wir dürfen uns auch in den letzten Fragen unseres Lebens auf dein Wort verlassen und auf deine Hilfe vertrauen. Vor dir, Gott, gedenken wir heute an alle, die gestorben sind, mit denen wir gelebt haben, von denen uns der Abschied schwer gefallen ist und die uns jetzt fehlen. Erhalte uns die Erinnerung und eröffne uns ein neues Leben. Wir bitten dich, Gott des Lebens, für alle, die in diesem Jahr Angehörige und Freunde verloren haben. Lass sie in ihrer Trauer nicht allein. Schenke ihnen deinen Trost. Schenke ihnen den Mut und die Kraft zum Leben. Lass uns nicht abfinden mit der Herrschaft des Todes. Lass uns Hoffnung zu denen tragen, die verzweifelt und einsam sind, zu denen, die nichts mehr vom Leben erwarten und zu denen, die verbittert sind, weil ihnen ein Mensch fehlt, der zuhören kann und der sie versteht. Mach uns gewiss, Herr, dass bei dir niemand verloren oder vergessen ist. Bei dir ist unser Leben geborgen und aufgehoben. Lass uns alle von deiner Wirklichkeit umgeben sein. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Unter der Nummer 147 die erste und dritte Strophe.
Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.